Wir sind jetzt in Bitsch angekommen und gehen jetzt als erstes in den Garten für den Frieden. So, und jetzt geht es durch ein kleines Labyrinth in die oberen Etagen der Ruhestation. Und hier ein Plätzchen zum Ausruhen, wobei die Liegefläche etwas hart wohl ist. Durchgegangen, haben einen Eintritt bezahlt, das ist so ein kleines Lokal und es gibt auch hier einige Souvenirs zu kaufen. Und jetzt sind wir mitten im Garten des Friedens und machen hier unseren Rundgang. Hier im ganzen Park gibt es so verschiedene Installationen, Kunstwerke zu verschiedenen Themen und ich bin hier in dem Schokoladenkarussell, sage ich jetzt mal. Es ist von verschiedenen Künstlern angelegt und schon sehr interessant, wie so die Natur mit Gegenständen aus dem Alltag verbunden sind. Ich stehe jetzt hier vor dem Kunstwerk Scheiterhaufen. Das ist inspiriert in Gedenken an die Hexennacht vom 30. April auf den 1. Mai. Die Bretter hier hinter mir, die sind symbolisch dargestellt als die Flammen von einem Scheiterhaufen. Und ich gehe jetzt mal in das Kunstwerk hinein. Thank you.
Und jetzt geht es weiter zum Entenhaus. Das sind mal riesige Fliegenpilze. Mutter, die Weiber froh, ob die da schon drüber waren. Die gehen immer in der Stadt zu laufen. Wir sind jetzt eine kleine Treppe runter und befinden uns jetzt im Gestrüpp. Essen. Dass die Taschentücher dort liegen. Und jetzt bin ich hier in den Hütten der Freiheit angelangt. Da kann man von einer Hütte zur anderen gehen. Es ist traumhaft und besonders für Kinder. Es ist richtig schön hier.